said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend. Fabian, herzlich willkommen in der Flowgrade Show. Wird Zeit, dass du mal da bist. Ja, Max, ich freue mich unglaublich, da zu sein. Wir haben es jetzt schon öfters geplant innerhalb der letzten Zeit und nie richtig geschafft. Umso schöner, dass wir es heute mal schaffen und heute in deinem Podcast bei der Show dabei sein darf. Ich freue mich unglaublich. Ja, ich mich auch. Also das ist wirklich überfällig, denn ich war schon bei dir. Du hast schon mehrmals auf unserem Flowfest gesprochen, das ihr ja wirklich mitorganisiert habt. Und ja, also wir verstehen uns ja auf einer persönlichen Ebene auch sehr, sehr gut. Also wir haben uns schon mehrmals damals beide Berliner, mittlerweile bin ich ja Münchner wieder. Ja, leider, stimmt. Und haben ja auch einen Sport-Background. Du kommst aus der Leichtathletik, ich aus dem Basketball, bist aber auch ein Basketball-Fan. Kannst du mir vielleicht ganz kurz die Geschichte erzählen, wie es für dich so angefangen hat, genau über den Sport jetzt dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Ja, ich glaube, wir verstehen uns ja auch so gut, weil unsere Anfänge sehr, sehr ähnlich sind, einfach auch. Zwei unterschiedlichen Sportarten, aber vom Kontext gleich. Und genau wie du es schon gesagt hast, Max, vor 15, 16 Jahren habe ich Leistungssport gemacht und natürlich wie jedes Kind, wie der Junge, wie jedes Mädchen, irgendwann mal den Traum gehabt, Profi zu werden. Und ich hatte damals ein Problem und das Problem waren unglaublich Probleme im Rückenbereich. Ich habe damals den Diskus geworfen und mit Robert Hartig, stimmt's? Unter anderem auch, ja, im Kader trainiert, genau richtig. Habe irgendwie 10-mal die Woche trainiert halt, ja, und dann natürlich, wenn man so 15, 16, 17 ist, haben auch andere Flausen im Kopf, ja, man hat irgendwie Schule, man will irgendwie die erste Freundin, er will da auch ein bisschen Zeit mit verbringen halt und so weiter. Und habe dann, konnte kaum noch schlafen, habe auch wenig geschlafen und mein Vater ist Arzt und der hat mir eine Studie der Harvard Medical School mitgebracht, die gezeigt hat, dass schlechter Schlaf maßgeblich das Verletzungsrisiko bei Leistungssport dann deutlich erhöhen kann. Und dann wie der ein oder andere von meinen Kumpels mit 16 überlegt hat, okay, wie kann ich dann doch vielleicht eher das Mädchen irgendwie ansprechen im Club, mich überwinden, habe ich dann angefangen zu überlegen, wie kann ich eigentlich meine Ernährung optimieren und wie kann ich meine Routine optimieren, dass ich meinen Schlaf besser in den Griff bekomme und meinen Schlaf verbessern kann. Und gemeinsam mit meinem Vater habe ich dann ja meine ersten Biohacking-Schritte bin ich gegangen. Damals hieß es noch nicht Biohacking, sondern für mich ging es eigentlich nur darum, meine Verletzungsprobleme in den Griff zu bekommen. Und habe das dann tatsächlich auch geschafft. Habe über Supplementierung, über eine Veränderung von Schlafroutinen wirklich es geschafft, deutlich besser zu schlafen. Und war aber, und das war ein schöner Beiwerk, auch deutlich erfolgreicher, zufriedener und motivierter in meinem ganzen Kontext. Ich war in der Schule auf einmal besser, habe wieder besser geschlafen, habe teilweise auch gar nicht mehr so viel trainieren müssen, weil ich eigentlich mein Trainingspensum nicht in 10, sondern in 7 oder 6 Einheiten teilweise geschafft habe, weil ich einfach deutlich besser war. Und das hat für mich so eine Tür geöffnet. Und da stand für mich eigentlich fest, irgendwann später will ich dann in dem Bereich was machen. Es hat dann nochmal knapp 10 Jahre länger gedauert, aber da stand eigentlich für mich fest, das ist ein unglaublich spannender Bereich. Also dazu auch noch vielleicht eine kurze Geschichte. Und zwar, ich glaube, vielleicht hast du das ähnlich erlebt. Als ich Basketball gespielt habe, da war es ja fast dann so, noch vor 10, 15, 20 Jahren, sagen wir mal, dass es eigentlich eher abträglich war für deinen Ruf, wenn du gesagt hast, ich schlafe mehr als 7 oder 8 Stunden. So, da war es cool, wenn du gesagt hast, hey, ich schlafe nur 4 Stunden oder 3 und ich performe trotzdem und so. Und jetzt gerade wendet sich so ein bisschen das Blatt und es gerät auch mehr ins Bewusstsein, unter anderem durch die Arbeit von euch, von dir, von uns, dass eben einfach ein Schlaf, sagen wir mal, über 7 Stunden enorme positive Effekte auf Körper und Geist hat. Definitiv. Ich sage immer, Schlaf ist eigentlich das Fundament oder von allem. Und wir machen alles im Leben besser mit dem richtigen, guten Schlaf. Also alles, jedes Projekt, das man hat, rockt man einfach besser, wenn man vorher gut geschlafen hat. Und deshalb ist es, glaube ich, nicht nur ein wichtiges Fundament für die geistige und mentale Leistungsfähigkeit, sondern auch für die körperliche Leistungsfähigkeit. Und viele Sportler haben es mittlerweile verstanden. Also LeBron James halt, der wahrscheinlich irgendwie beste Basketballer vielleicht aller Zeiten in Zukunft, ne, der schläft seine 10 Stunden halt. Die Jordan-Fans würden jetzt gleich aufschreien. Das stimmt, ja. Ich finde LeBron halt einfach, weil er politisch sehr aktiv ist, wirklich eine tolle Sache. Er war neulich in Berlin und ich hatte wir machen auch ein bisschen was mit Nike zusammen und darüber hatte ich die Chance sozusagen, einer der Auserwählten zu sein, der in dieser Halle da war, wo er auch dann da war hier in Berlin und
Geil. Ja, nebenher noch irgendwie bei verschiedenen Schulen, hat sich Schulprojekte angeschaut. Also ist schon ein sehr, sehr sympathischer Typ. Aber der hat es verstanden, genauso wie ein Roger Federer, der übrigens auch 11 Stunden schläft, das sind die ganzen Einzelathleten, dass Schlafen ganz, ganz wichtiges Fundament ist. Und das Spannende, was du erzählt hast, ich habe es dann irgendwie danach gemerkt, weil ich habe mich dann gegen die Profikarriere entschieden, habe dann studiert und habe angefangen, Unternehmensberatung zu arbeiten in so einem anderen High-Performance-Umfeld, wo ich weltweit Konzerne beraten habe und dort auch meine 60, 70, teilweise 100 Stunden arbeiten durfte, musste, kann man vielleicht auch sagen. Und da hab ich ganz genau das Gleiche gemerkt, nämlich irgendwie am nächsten Tag hat man sich irgendwie als Berater eher darüber verglichen am Frühstückstisch, wer jetzt die wenigsten Stunden geschlafen hat. Und dass das langfristig eigentlich unglaublich schädlich ist und es tausende von Studien gibt, die dir zeigen halt, dass dein Herzinfarktrisiko sich erhöht, das Alzheimer-Risiko nach neuesten Studien aufgrund vom lymphatischen System kann sich erhöhen. Gleichzeitig hast du Herzinfarktrisiko, verschiedensten Risiken einfach. Aber darum geht es nicht, sondern es geht dann auch um die Leistungsfähigkeit. Auch die nimmt ab, langfristig, wenn man wenig schläft. Und deshalb ist es ein Thema, das ja du, ich, viele in unserem Umfeld wirklich nach vorne bringen wollen, weil es so wichtig ist und so einfach auch zu verändern. Und deshalb liegt es mir auch so unglaublich im Herzen. Ja, ich habe ja vor ein paar Wochen die Chance gehabt, Dan Büttner zu treffen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Wir waren auf einem gemeinsamen Health-Event in der Türkei und der hatte auch deutsche Vorfahren, das wusste ich bis dahin gar nicht. Und dann hat er erstmal einen Vortrag gemacht und zwar für alle, die ihn nicht kennen, Dan Büttner, wie er sich selber ausspricht, ist der Autor des Buches Blue Zones und auch der Entdecker dieser Blue Zones. Und zwar sind diese Blue Zones, die blauen Zonen, Bereiche in der Welt, wo Leute unglaublich alt werden, überdurchschnittlich alt. Und so ein bisschen als Übung mit der Gruppe von Leuten, die da waren, das war so ein exklusives Health Retreat, wo ich durch Zufall irgendwie über Freunde ein Ticket bekommen habe und dann eben dann solche Leute da waren. Unter anderem habe ich auch neben Kimball Musk, dem Bruder von Elon Musk, gesessen und mit dem gesprochen, ohne zu wissen, wer er erst war. Und auf jeden Fall, die eigentliche Geschichte ist, dass Dan Büttner eben mehrere Kriterien aufgezählt hat, die er entdeckt hat als Gemeinsamkeiten dieser Blue Zones. Also das eine ist in Japan, eine ist auf einer Insel in Griechenland, eine in Sizilien, eine in Costa Rica. Und eine der Fragen war, die er dann dem Publikum gestellt hat, wer von euch schläft länger als 7 Stunden pro Nacht? Weil er das ausgemacht hat als einen dieser Faktoren. Alle von diesen Blue Zones schlafen im Schnitt mehr als 7 Stunden. Das definitiv der Fall. Und es macht auch Sinn, weil die ganzen Regenerationsprozesse halt während des Schlafes ablaufen. Und das Problem beim Schlaf ist ja, unser Körper, und ich glaube, das war auch mal ein Teil von deinem Podcast, den ich bei dir gehört habe, schon von einer gewissen Zeit. Unser Körper ist halt so fähig, kurzfristig zu adaptieren, kurzfristig zu funktionieren. Ich habe neulich eine Chance gehabt mit dem ehemaligen KSK, also vom Kommando Spezialkräften in Deutschland, also eine Eliteeinheit zu sprechen. Die haben am Anfang der Ausbildung sogenannte Höllenwochen, wo sie halt innerhalb von 7 Tagen, ich glaube, sind es irgendwie maximal pro Nacht irgendwie 30 Minuten schlafen, das zweimal, um halt komplett an ihre Leistungsgrenze gebracht zu werden. Und er sagt, der Mensch, der funktioniert auch noch, wenn man irgendwie einigermaßen drin ist, nach extrem hohem Schlafentzug. Die Frage ist, wie gut funktionierst du noch? Und du reduzierst deinen Körper halt auf die elementaren Prozesse, die du brauchst zu überleben. Aber dass das langfristig schädlich sein kann, und das war, glaube ich, auch die Quintessenz davon im Podcast, und dass du langfristig sozusagen der Körper Energie schiftet weg von den Prozessen, die es zum Anti-Aging zum Beispiel braucht, ja, eine DNA immer wieder zu erneuern braucht, hin zu den kurzfristigen Prozessen, das ist klar. Und deshalb die langfristigen Folgen von hohem Schlafentzug, die sind halt gravierend. Und deshalb ist Schlafentzug nicht nur eine Foltermethode, sondern ist langfristig auch ein Riesenproblem, wenn es um das ganze Thema Anti-Aging geht. Ne? Deshalb auch wunderbar das Buch. Du hast, glaube ich, auch in einem Newsletter davon berichtet, halt von den Blue Zones. Den habe ich mir damals auch durchgelesen. Und deshalb ist, glaube ich, Schlafen einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Anti-Aging, aber auch für die Leistungsfähigkeit. Denkst du denn, ist es genauso relevant für einen jungen Menschen wie für einen alten? Also kommt man als, sagen wir mal, junger Organismus besser zurecht mit weniger Schlaf? Ja, da gibt es Studien, die zeigen, dass ganz genau dass man als junger Organismus oder als jüngerer Mensch besser mit Schlafentzug klarkommt und damit sozusagen die Performance im Vergleich zu älteren Menschen am nächsten Tag nach dem Schlafentzug besser ist. Das heißt, das nimmt sozusagen ab halt, ne, mit wahrscheinlich auch
Man weiß, es gibt gewisse Proteinstudien aufgestellt werden. Zum einen kann das mit den Mitochondrien zusammenhängen. Zum anderen hängt das vielleicht auch mit Adaptionsprozessen zusammen. Aber generell ist es definitiv der Fall. Das bedeutet aber nicht, dass man als junger Mensch jetzt unbedingt sagen kann, okay, ich schlafe halt nicht, ne, ich brauche es ja eh nicht, sondern einfach, man merkt wahrscheinlich, das ist meine persönliche Hypothese, die Auswirkungen erst deutlich, deutlich später und nicht so direkt. Und das ist ja mit vielen Sachen. Ich weiß, die meisten Leute können mit 16, 17, 18 durchaus mal 1, 2, 3 Maß Bier trinken, ohne direkt irgendwie den riesen Kater zu haben. Mittlerweile, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann das mittlerweile nicht mehr. Ich kann Ja, das auch nicht und mehr. ich merke halt komplett die Auswirkungen von irgendwie, wenn man dann doch mal, selbst wenn es ein ketogener Wein ist, ja, wenn man dann doch mal ein bisschen zu viel von dem trinkt, dann merke ich sofort mittlerweile einen Kater. Aber einfach auch, glaube ich, weil mein Organismus, mein Körper viel, viel mehr die Auswirkungen von solchen Thematiken spürt. Ja, durchaus. Also ich habe auch neulich mein DNA-Profil über DNA Fit mal testen lassen. Ich habe den Gründer mal kennengelernt. Ja, den hast du Sehr cool. bestimmt, den Andrew Steele. Und habe gesehen auch, dass ich enorm empfindlich auf Alkohol reagiere, was einiges erklärt. Ja, sehr Also, gerne. Ja, ich habe im Rahmen, ich habe das auch neulich mein DNA-Profil wieder, muss ich sagen, bei 23andMe in den USA eingereicht. In Deutschland kriegt man ja die Auswertung dann doch nicht in so einer umfänglichen, optimalen Art und Weise. Und freue mich jetzt schon auf die Ergebnisse. Die dauert ein bisschen länger, weil es in die USA geht und dann wieder zurück. Und bin mal gespannt. Ich habe es irgendwie vor mehreren Jahren schon mal gehabt. Ich habe das Gefühl, dass es damals noch nicht so richtig ausgereift war. Und bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Und dann natürlich, wenn du die Daten aufbereitest. Da gibt es ja auch verschiedenste Tools und verschiedenste Anbieter, sowohl in Bezug auf die Ernährung, es nochmal mir genau anzuschauen, aber in Bezug auch auf verschiedene Sachen. Chronotypen beim Schlaf kann man mittlerweile auch auslesen. Aber auch, man kann natürlich viele, viele Sachen, sei es Koffein-Thematik, ne? Also wie reagiere ich auf Koffein oder wie reagiere ich auf Alkohol? kann man tatsächlich den Chronotypen in der DNA lesen oder kann man die Prädisposition für den Chronotyp lesen? Das verstehe ich immer nicht ganz. Genau. Also man kann nicht direkt den Chronotyp lesen und es gibt ja auch interessanterweise viele Studien, die zeigen, dass der Chronotyp sich verändern kann, dass der sozusagen nicht fix ist. Und ich glaube, jeder Genau. Vater und jede Mutter, die irgendwie Kinder zu Hause haben, die werden merken, dass sich der Chronotyp zwangsläufig verändert, wenn man mal irgendwie Kinder hat. Aber es gibt definitiv eine Disposition. Können wir gerne, kann ich die Studie auch gerne mal in die Shownotes, schicke ich dir gerne zu, für die Leute, die sich da mehr interessieren. Da gibt es die ein oder andere spannende Sachen, die gefunden worden sind, dass eine gewisse sozusagen Sequenz dafür steht, dass man eher zu diesem Typ tendiert. Ah, okay. Ja, ich habe das neulich auch von einem Chronobiologen gehört. Der hat es sehr interessant beschrieben, dass jemand eigentlich, der die Fähigkeit bekommt, an irgendeiner Tageszeit zu schlafen, wie zum Beispiel ein Teenager, der dann, sagen wir mal, bis in die Puppen feiert und dann eben bis 3 Uhr schläft. Er hat gesagt, eigentlich ist das eine Fähigkeit, weil Leute, die zu früh aufstehen, tendieren und das dann wirklich äußern auch, besonders wenn man älter wird, dann wird man mehr und mehr eigentlich zum Frühaufsteher, dass man eben diese Fähigkeit verliert. Also das fand ich ganz spannend, weil eigentlich sieht man das immer so ein bisschen als Defizit, jemand, der eben besonders lange schläft. Aber er sagt, das ist eher die Seltenheit, weil eigentlich ist es normal, dass jemand, wenn das Tageslicht aufgeht und irgendwie das Blaulicht den Körper trifft, dass man halt dann normal die Zyklen, da kannst du gleich nochmal drauf eingehen, was denn genau im Körper passiert, aber dass eben dieses blaue Licht dazu führt, dass der Körper aufwacht. Und wenn er das nicht tut, dann kann man das durchaus als eine Art fast Überlebensvorteil sehen, denn der Körper kann sich den Schlaf dann einfach auch holen, wenn es taghell ist. Definitiv. Also ich meine, das korreliert ja so ein bisschen mit der Idee des Powernappings oder des polyphasischen Schlafes ja auch. Es gibt ja die Möglichkeiten, dass man monophasisch schläft, also quasi, ne, man geht abends ins Bett und wacht am nächsten Tag auf und that's it. Und dann gibt es aber viele Leute und viele Leute dort draußen haben sicher schon mal polyphasisch geschlafen, weil der gute alte Mittagsschlaf ist eigentlich schon irgendwie das Tor in den polyphasischen Schlaf, nämlich dass man den Schlaf aufteilt und vielleicht nochmal Mittagsschlaf macht halt, ne? Das heißt, ein Powernap für 20 bis 30 Minuten oder dann sogar eine 90 Minuten, also ein Schlafzyklus. Jeder Schlafzyklus hat ja 90 Minuten ungefähr, wo man verschiedene Phasen dann durchmacht. Und das muss man erstmal erlernen. Ja, also ich kenne ganz viele Leute halt, ne, die irgendwie, ich arbeite ja auch mit vielen Athleten zusammen. Also hab ja dann das Unternehmen Brain Effect gegründet. Vielleicht, um das, um die deine Anfangsfrage nochmal dann final auch zu beantworten. Genau. Ich habe das Unternehmen ja Brain Effect dann gegründet, wo wir sozusagen uns Das hätte überlegt ich im haben, Intro auch schon nochmal erwähnt. Keine Sorge, ja, Fabian.
Genau, sozusagen, dass wir dort sagen, Erfolg beginnt im Kopf und all die Erfahrungen, die ich im Leistungssport gemacht habe oder auch, die ich dann natürlich im beruflichen Kontext gemacht habe, dass wir Menschen helfen wollen über hochwertige Nahrungsergänzungen, hochwertige Lebensmittel, aber auch Routinen und Wissen, das den Leuten mitgeben, sie einfach fit zu machen, ihnen zu helfen, ihre persönlichen Ziele zu erreichen und so ein bisschen diese extra 10% in ihren 110% zu sein. Das ist so ein bisschen eigentlich unser Ziel. Und im Rahmen dessen coachen wir ab und zu auch mal Leistungssportler. Das ist nicht unser, auch nicht mein Job, aber klar, wenn irgendwie ein Fußball-Bundesliga-Profi zu uns kommt und sagt, hey, hier, ich finde die Produkte, wie kann ich da anwenden, was kann ich noch machen, dann mache ich das natürlich gerne. Und da kommen wir oft zu dem Thema Powernapping, weil es natürlich, Cristiano Ronaldo ist ja wahrscheinlich so der bekannteste polyphasische Schläfer weltweit, der in vielen Interviews ja auch geäußert hat. Kannst du das nochmal ganz kurz erklären, vielleicht sogar an dem Beispiel Ronaldo, was ja. Genau, ich glaube, für viele ist einfach polyphasischer Schlaf erstmal ein Begriff, mit dem können die nichts anfangen. Gerne. Dass du einfach nur mal erklärst, wie das genau für den aussieht. Genau, also bei Cristiano Ronaldo, bei Sport im Allgemeinen, ist natürlich die Frage, wie kann ich Schlaf besonders gut nutzen, um maximal leistungsstark zu sein? Das heißt, simpel gesprochen, im Spiel besonders viele Tore zu schießen oder halt meine besonders hochwertige Leistung abzurufen. Vom Wettkampf war das bei mir zum Beispiel der Leichtathletik früher. Und ich habe ja eben schon erklärt, Monophase schlafen bedeutet einfach, man geht abends ins Bett. Also man schläft nur einmal, komplett durchgehend. In den 24 Stunden geht abends ins Bett, wacht wieder auf und setzt etwa, schläft seine optimal 7,5 Stunden vielleicht, also knapp 5 Zyklen und arbeitet dann und geht am nächsten Abend wieder ins Bett. Mhm. Und beim polyphasischen Schlafen ist das Wort Poly auch, gibt es mehrere Schlafphasen. Das heißt, man teilt zum Beispiel seine Schlafphasen von den 7,5 Stunden oder zum Beispiel von den 9 Stunden auf in mehrere Teile. Und was Cristiano Ronaldo, viele Sportler konkret machen, ist, dass sie nachts als Beispiel 4 Phasen schlafen, also 4 mal 90 Minuten, 4 Zyklen schlafen, 4 Zyklen schlafen, 4 mal 90 Minuten. Und dann noch ein Zyklus, also ein 90-Minuten-Zyklus zum Beispiel in Form eines Mittagsschlaf vor dem Spiel tätigen. Und der Hintergrund des Ganzen ist, dass es Studien gibt, die zeigen, dass die Leistungsfähigkeit sich deutlich erhöht, wenn vor dem Spiel, also oder vor einem, ich sag mal, Leistungselement, nochmal der Ruhezustand gewählt wird, der Schlaf gewählt wird, dann können zum Beispiel die Mitochondrien nochmal regenerieren. Ich habe vielleicht nochmal einen extra Leistungsboost und ich kann auch entstressen, weil durch den Schlaf, gerade wenn ich gut schlafe, entstresse ich natürlich auch, weil mein Parasympathikus, also der Teil des Nervensystems, aktiviert wird, der für die Bremse zuständig ist, für das Runterkommen zuständig ist. Und deshalb ist es im sportlichen Kontext eine gern gesehenen Leistungsboost, den man generieren kann, wenn man vor dem Wettkampf, vor dem Spiel nochmal schläft. Und das macht zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft, dass die Leute dann oder die Spieler sogenannte Zimmerbettruhe nochmal haben. Das Beispiel, wenn sie gegen 16 Uhr irgendwie oder 17 Uhr Spiel haben, dass sie dann nochmal um 12 Uhr irgendwie einen kurzen Mittagsschlaf machen und danach dann erst zum Spielort fahren. Genau, das hatten wir im College übrigens auch immer diesen mussten auf unser Zimmer gehen, bevor wir gespielt haben. Ja. Jetzt nochmal zusammenfassend nur für alle Sportler, die zuhören. Ich finde das super spannend, was du gerade gesagt hast. Das würde bedeuten 4 Phasen an 90 Minuten. Das wären etwa 6,5 Stunden Schlaf pro Nacht. 7,5. 7,5. Entschuldigung, 4 Phasen wären 6 Stunden halt, ja. 5 Phasen wären 7,5 Stunden und 6 Phasen wären 9 Stunden. Ah, 6, genau. 6 Stunden, so. Und dann nochmal, aber die 90 Minuten, um auf die 7,5 zu kommen, dann vor dem Wettkampf. Und hast du auch eine Zeit, sagen wir mal, wie lange vor dem Wettkampf zum Beispiel ist das, dass man 2 Stunden nochmal hat, dann um aufzuwachen, oder kann man unmittelbar danach dann performen? Also unmittelbar würde ich nicht vorschlagen. Das hängt natürlich auch ein bisschen wieder mit den Typen zusammen. Ich meine, wir kennen die Leute, die wachen auf und die sind sofort nach dem Powernapping da. Dann gibt es die Leute, die ein bisschen länger brauchen halt einfach auch wieder. Ich glaube, da gibt es mir keine bekannte Studie, was wir als Daumenregel immer den Leuten empfehlen und was ich auch schon mit vielen, vielen Sportwissenschaftlern abgeklärt habe, ist genau diese 2 Stunden halt. Dass man sagt, okay, man braucht, muss dem Organismus geben, um irgendwie wach zu werden, um dann auch wieder bereit zu werden. Und ich glaube, 2 Stunden ist dann ein gutes Zeitfenster. Okay. Genau. Jetzt fällt mir gerade noch eine ganz wilde Frage ein, Fabio, wo ich dich gerade im Podcast habe, besonders mit Sportlern. Weil auch ich kenne Leistungssportler oder ich auch war eben im Basketball oft viel unterwegs und man fliegt auch in unterschiedliche Zeitzonen für Wettkämpfe. Wie kann man denn, sagen wir mal, wenn man
extremste Fall wäre vielleicht die Olympiade, aber sich dann wirklich dahin optimieren, dass mein Schlafverhalten, also wie lange braucht es auch, bis ich mein Schlafverhalten vielleicht so anpasst, dass ich dann wirklich optimal performen kann, wenn ich irgendwo hinreisen muss. Ja, also Jetlag ist ja da ein Riesenthema. Und Jetlag und Zeitzonen ist ein unglaubliches Thema im Leistungssport, im US-Kontext noch größer, weil die haben natürlich eine noch größere Anzahl letztendlich von Zeitzonen, die sie innerhalb ihren Ligen bearbeiten, bespielen halt und wo die Spieler dann reisen. Oder wir haben vielleicht da eine kleine Anekdote, ohne Namen zu sagen. Wir betreuen einen Spieler, der Champions League spielt. Und das ist teilweise auch frappierend, wenn die dann Richtung, ich sag mal, Osten, ne, Champions League, erste Runde halt, ne, spielt man auch mal ganz, ganz tief im Osten, in Kiew oder wo auch immer halt, ne, in Russland. Und die dann sozusagen dann nachts noch teilweise zurückreisen, ihren kompletten Chronorhythmus, ja, zirkadianischen Rhythmus aus dem Gleichgewicht kommen, weil unser Körper, für diejenigen, die noch nicht so tief drin sind, unser Körper reagiert unglaublich stark auf Lichtimpulse. Und diese Lichtimpulse manifestieren gewisse Hormonausschüttungen, die dann in unserem Chronozyklus, ne, zirkadianischen Rhythmus, dann gipfeln, der unsere hormonellen Strukturen, vor allem über die Hormone Melatonin, Cortisol, aber auch andere metabolische Hormone, Testosteron etc. mit kontrolliert. Und wenn die aus dem Gleichgewicht geraten, das heißt, wenn meine innere Uhr nicht mehr der Uhr dort draußen, sprich der Lichtuhr, entspricht, entsteht Jetlag und es kommt zu einer Desynchronisierung. Deshalb spricht man beim Jetlag auch vom Desynchronisierungssyndrom in der Wissenschaft. Und dann muss mein Körper sich wieder sozusagen, um in seinen Rhythmus zu kommen, hart arbeiten. Und es gibt Studien, dass ungefähr 2/3 aller Menschen sehr stark von Jetlag betroffen sind. Und die haben dann wirklich massive Probleme. Und wenn die dann zum Beispiel selbst bei so kleinen Reisen komplett aus ihrem Rhythmus kommen, weil sie dann irgendwie nachts erst um 2 Uhr aus Kiew zurückreisen oder 3 Uhr zurückreisen und nicht eben in ein Hotel reingehen, dann kann das dort in dem Kontext schon ein Problem hervorrufen, wenn sie wieder am Samstag als Beispiel beim Fußballplatz irgendwie stehen müssen, weil sie natürlich dann nachts irgendwie erst um 6 Uhr im Bett sind, ne, und 2 Tage später wieder spielen müssen. Aber natürlich ganz groß und problematisch wird es, wie du gesagt hast, Olympia. Und was man dort machen kann, ist erstmal möglichst früh anreisen. Also der Körper braucht je nach Studie zwischen 5 und wirklich 7 Tage, um sich zu akklimatisieren. Das ist der Hintergrund, warum die ganzen Olympioniken meistens auch schon 7 bis 14 Tage vorher anreisen, um sich sozusagen zu akklimatisieren in diesem Kontext. Das ist ein Punkt. Eine zweite Sache ist, dass man natürlich auch, wir wissen, dass die Lichtimpulse, die wir aufnehmen über die Rezeptoren und die dann zum Beispiel in der Zirbeldrüse dann später Melatonin, also eins der Schlafhormone produzieren, die ganz, ganz wichtig sind für unseren zirkadianischen Rhythmus, dass die sozusagen auf Licht reagieren. Das heißt, ich kann Licht aktiv einsetzen. Deshalb gibt es ja mittlerweile in den ganz neuen Flugzeugen, wird ja Licht auch so ein bisschen gedimmt halt, ne? Und irgendwie die typischen LED-Lichter, da bist ja auch ein großer Fan von, werden sozusagen runtergedimmt, ne? Und das Blaulicht wird reduziert. Aber das kann man natürlich auch aktiv einsetzen, indem man zum Beispiel, wenn man ankommt, möglichst schnell, möglichst viel Zeit draußen verbringt. Ne? Das ist ein zweiter Tipp, den wir den Leuten mal geben. Also geht wirklich raus, versucht draußen zu trainieren, wenn ich einen Urlauber bin oder ein Business-Meeting habe, nicht irgendwie möglichst viel drin hocken, sondern einfach mal rausgehen, weil wir da natürlich die Lichtimpulse aufnehmen und damit auch die Reize aufnehmen und die uns sozusagen helfen, schneller zu adaptieren. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, den man machen kann, dass man natürlich auch über exogenes, also Melatonin, dass man exogen, also von außen zugibt, helfen kann, sozusagen die subjektiven Jetlag-Syndrome, die jeder hat, irgendwie zu reduzieren und dass man sozusagen schneller es schafft, sich an die natürlichen Orte oder die Zeit an dem Ort zu synchronisieren. Also Melatonin kann man dort nutzen halt, wenn man das hinzugibt, damit man sozusagen schneller in der Zeitzone ankommt und die Desynchronisierung aufgehoben wird. Also ich wiederhole nochmal, Punkt 1, möglichst früh anreisen. Ja. 5 bis 7 Tage, um sich zu akklimatisieren. Besonders eben, wenn man ein großes, langes Event hat. Nummer 2, Lichtimpulse. Übrigens, da hat noch eine Frage dazu, weil da habe ich neulich jemanden in der Szene gehabt, der mir eine neue Brille mit LEDs empfohlen hat, die man sozusagen trägt, die Lichtimpulse gibt. Ich habe es noch nicht getestet. Hast du da Erfahrungswerte oder eine Meinung dazu? Erfahrungswerte nicht, habe sie auch nicht getestet, aber ich kenne die Brille, genau, und die funktioniert ähnlich wie dieses DEM. Also es gibt da, glaube ich, 2 Konstrukte, einmal direkt in dem
in den Flugzeugen das Konstrukt, wo dann sozusagen das LED runtergedimmt wird bzw. hochgedimmt wird und mit dem Blaulicht bzw. Rotlichtanteil gespielt wird während des Fluges, je nachdem, ob man in den Osten und den Westen reist und wann der Flug startet. Und das Zweite ist ganz noch diese Brille, die du gesagt hast. Ich glaube sogar, dass die vom Lufthansa Innovation Hub irgendwie mit gefördert wurde oder irgendwas, dass die sind irgendwie verbunden, meiner Meinung nach, mit. Und die funktioniert ähnlich. Und die soll auch Jetlag dadurch reduzieren. Ich habe sie selbst noch nicht getestet, aber würde sagen, von der Wissenschaft dahinter könnte es auf jeden Fall Sinn machen. Interessant, ja, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen James-Bond-Film, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, wo der eine Typ sich ewig jung hält und nicht schläft, indem er so eine Lichtmaske trägt. Ja, genau. einer der Älteren, glaube ich, oder? Ja, so 10 Jahre. Der ist schon einer von den, glaube ich, also nicht mehr Sean Connery. Nicht mehr Sean Connery, genau. Nicht mehr Roger, Roger Moore wahrscheinlich oder was. Ne? Pierce Brosnan vielleicht. Pierce Brosnan, ja, okay. Aber mittlerweile auch schon einer der Älteren, ja. Total spannend, ja. Und Nummer 3, Melatonin zuführen. Und da muss ich ja sagen, jetzt mal gar nicht werblich, ich würde sagen, als Privatperson bin ich einfach ein Fan von dem Produkt. Das ist vielleicht sogar mein Lieblingsprodukt bei Brain Effect derzeit. Das ist euer Melatonin-Spray. Es ist zum einen, schmeckt es gut, fast ein bisschen zu gut. Also, aber es ist einfach sehr einfach zu transportieren, applizierbar. Und es ist einfach so ein kleines Fläschchen, das man sich im Mund sprüht und schmeckt nach Minze. Und ich glaube, 8 Stöße und du hast 1 Milligramm Melatonin, gell? Stimmt's? Genau, richtig, korrekt. Und schön, dass du es genauso feierst wie viele anderen und weil sie jetzt zu schätzen, da ihr selbst auch irgendwie ein Schlafprodukt irgendwie auf dem Markt habt. Und das, was du sagst, aber besonders toll ist es natürlich bei Flügen, weil man dadurch Melatonin mikrodosieren kann. Also man kann es genau einsetzen. Jeder Sprühstoß hat 0,125 Milligramm. Und dadurch kann man sozusagen ganz genau sich sozusagen überlegen, wie viel Melatonin möchte ich eigentlich nutzen und das auch austesten. Weil jeder Mensch, das muss ja einem klar sein, reagiert sowohl auf den Jetlag unterschiedlich, aber jeder Mensch reagiert natürlich auch auf insgesamt exogene Faktoren, die den Schlaf beeinträchtigen können, unterschiedlich. Stress, blaues Licht etc. Und deshalb ist es für mich immer ein wichtiger Punkt, den Menschen Möglichkeiten zu geben, individuell sich Sachen zusammenzusetzen, Baukasten zu schaffen, um ihre Leistungsfähigkeit, ihre mentale Leistungsfähigkeit, ihre körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern. Und da ist das Spray natürlich möglich, super klasse, weil du zum ersten Mal in Europa die Möglichkeit hast, Melatonin wirklich mikro zu dosieren. Ja, nee, es ist echt ein super durchdachtes, gutes Produkt. Da sind wir jetzt gleich bei dem Thema, weil ich würde jetzt gar nicht mehr so drauf einsteigen auf sagen wir mal, die Grundvoraussetzungen für den Schlaf. Da hast du gerade schon ein paar Stichworte genannt, der Chronorhythmus, you know, besonders dieses Rhythmische. Ich habe da sogar eine Podcast-Episode mit dem Chronobiologen Maximilian Moser, super spannender Typ aus Österreich, aufgenommen zum Zeitorganismus. Und ich glaube, das ist jedem verständlich. Ich glaube, ein Problem allerdings, da könntest du mir vielleicht eine gute Antwort dafür geben, ist, dass es Leuten enorm schwerfällt, runterzukommen. Mhm. Also die wissen, hey, ich müsste jetzt eigentlich ins Bett gehen, aber die können nicht. Die sind gerade noch so hyper und aktiviert, die müssen sich irgendwie ablenken und dann sind sie auf Netflix und gefangen und am nächsten Morgen bereuen sie sich. Ich kenne mich da selber oft hin und wieder. Kennt jeder, glaube ich, ja. Und besonders, ich glaube, unser eins in Großstädten, ich bin jetzt in München, nur in Berlin, du bist einfach umgeben von stetiger Ablenkung und die Berlin noch mehr als München. Aber es fällt enorm schwer, eben so ein bisschen so abzuschalten, runterzukommen. Was wären denn deine Go-To-Methoden, um diesen ständigen Input von Reizen abzuschalten, runterzufahren? Ja, also wie ich sagen, hab ich 4 Hacks, irgendwie, die ich persönlich jetzt schon seit mehreren Jahren teilweise und einen neuen Hack halt, ja, den ich jetzt kurzfristig irgendwie auch irgendwie anwende und den ich bei einer US-Reise entdeckt habe und den wir jetzt auch bald sozusagen selbst als Produkt rausbringen. Kommen wir erstmal zu den 3 ersten. Also ich glaube, das Wichtigste ist ja, du hast angesprochen, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir unglaublich vielen Reizen jede Sekunde, Millisekunde auf uns einströmen, ausgesetzt sind. Man muss nur einmal durch seinen Facebook-Feed scrollen, man muss nur einmal durch Berliner Straßen, Münchner Straßen gehen. Unser Nervensystem ist komplett den ganzen Tag diesen Reizen ausgesetzt. Und das sorgt auch dafür, dass wir eine Hyperaktivität
dieses Nervensystems, also Sympathikus, also des Gasgebers letztendlich haben. Und dann ist die Frage, wie kann man den runterbringen abends? Wenn ich nämlich, wenn das aktiv ist und wenn ich sehr viel Stress in meinem Körper habe, sehr viel Cortisol oder Stresshormon im Körper habe, kann ich eben nicht schlafen, weil Cortisol der Antagonist, der Gegenspieler zum Melatonin ist. Und jeder von uns kennt das. Ne? An den Tagen, wo er besonders gestresst ist, können wir nicht einschlafen, wir schlafen schlecht, wir schlafen überhaupt nicht vielleicht auch ein. Und da muss man was machen. Und mein erster Hack ist wirklich, dass man abends eine Schlafroutine, eine Schlafhygiene sich entwickelt, die einem hilft, ganz genau damit umzugehen. Und da ist jeder Mensch unterschiedlich. Und deshalb bin ich auch kein Freund von Leuten, die sagen, mach die Diät, das hilft dir hundertprozentig, mach das, das ist der Hack, der hilft allen Menschen der Welt, sondern jeder von uns ist irgendwie so unterindividuell. Wir haben über DNA am Anfang gesprochen, Epigenetik ist ein zweites Thema, aber auch jeder reagiert unterschiedlich auf Hacks und hat da seine eigenen Möglichkeiten. Ich glaube, Möglichkeiten sollte man entwickeln, die den Parasympathikus runterbringen. Dann kann man anfangen mit autogenem Training, dass man sozusagen autogenes Training abends nutzt. Ich kenne Leute, die sehr viel mit Meditation arbeiten, wo die Meditation ihnen hilft, wirklich gut runterzukommen. Es kann aber auch einfach sein, dass ich abends 30 Minuten, das mache ich zum Beispiel, mein Handy vor dem Schlafengehen nicht mehr anschaue, ich meine kompletten elektronischen Geräte runterfahre und mich einfach nur mit meiner Blaulichtfilterbrille ein gutes Buch lese, zum Beispiel dein Biohacking-Buch. Ja. Oder halt, da ist er. Das war jetzt nicht geplant gerade. Nee. Aber schön, dass du ein Buch immer bei dir hast. Sehr geil. Oder halt irgendwie ein anderes schönes Buch liest oder halt im Zweifel sich dann auch mit seinem Freund, Freundin irgendwie über den Tag austauscht oder andere nette Aktivitäten macht. Also ich glaube, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, um eine eigene Betthygiene zu entwickeln, die einem hilft, sozusagen runterzukommen. Und für wen das alles zu abstrakt ist, ne, das Simpleste ist einfach, länger ausatmen, als dass man einatmet, weil wenn man länger konstant ausatmet, aktiviert man den Parasympathikus. So funktionieren ja ganz, ganz viele Atemübungen auch im Rahmen der Meditation. Die Wim Hof-Übung basiert ja auch ein bisschen über diesem Kontext. Das heißt, 3 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten, 6, 7 Sekunden ausatmen. Allein darüber kommt man schon runter einfach und schafft sich sozusagen, dass man dann Stressniveau reduzieren kann. Das ist so ein Hack, den ich abends nutze. Den zweiten, ja. Ganz kurz, Fabian, weil du hast schon mehrmals Sympathikus und Parasympathikus. Kannst du das vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären für diejenigen, für die es auch noch neu ist? Mhm. Ob das wirklich so einfach ist, dass man sagt, Sympathikus ist anregend, Parasympathikus ist für die Deregulation zuständig, ist das? Ja, also so? Ist natürlich jetzt vereinfacht in dem Kontext, aber wir haben ja ein autonomes Nervensystem, ne? Und das heißt ja autonom, weil sozusagen es mehr oder weniger, Wim Hof wird mir jetzt widersprechen, ja, aber mehr oder weniger können wir es nicht kontrollieren und es funktioniert eben autonom und der Herzschlag wird darüber gesteuert, unser Fight-and-Flight-System, also sozusagen auch die Stress-Response wird gesteuert. Und Körpertemperatur. Körpertemperatur und verschiedenste Sachen, genau. Das kann man letztendlich einfach einteilen in einen Teil, wo es darum geht, okay, der vor allen Dingen die Gasgeber halt, ja, steuert sozusagen, dass dort aktiviert ist, aber auch, dass dann der Sympathikus, man spricht vom Sympathikonenanteil und dann gibt es den Parasympathikus, wo es darum geht, einfach gesprochen als Bremse zu agieren, runterzukommen und die sozusagen aktiviert werden und die dann auch wieder, unser Körper ist ja immer in Balance und versucht immer in Balance zu kommen, wenn wir gesund sind, dann die Deregulierung wieder stattfindet. Also wir fahren Cortisol hoch. Da ist zum Beispiel eine Achse, man nennt das die HPA-Achse, das ist die Achse, die zwischen dem Gehirn und der Nebennierenrinde mit aktiv ist und die dann über verschiedenste neuronale Netzwerke und Botenstoffe sozusagen die Reize weiterleitet, sodass wir Stress haben, Cortisol ausgeschüttet wird dann im letzten Schritt, dass die zum Beispiel können hochreguliert werden und können runterreguliert werden. Und darüber, und das kann man mit dem autonomen Nervensystem, und das können wir halt sehr schlecht beeinflussen, außer halt, dass wir es indirekt beeinflussen. Wim Hof versucht das über seine Atemmethode sehr stark zu machen, aber es gibt natürlich noch andere Wege, die sich darauf einzahlen und insgesamt können wir uns durch Reize von außen sozusagen das Ganze mit beeinträchtigen oder mit beeinflussen. Das ist so mindestens meine Erklärung des Ganzen. Ich weiß nicht, wie du es siehst oder ob du da noch tiefergehend das Ganze schon mal dir angeschaut hast. Nee, ich habe die Frage absichtlich gestellt, Fabian, weil ich will, dass die Zuhörer wissen, dass du wirklich deine Hausaufgaben gemacht hast. Weil ich wusste schon, dass du da unglaublich in die Tiefe gehen kannst, weil auch diejenigen, die jetzt zuschauen, der Mann sieht sehr jung aus, weil er so viel schläft, aber aber der weiß auch viel. Nee, deswegen, ich finde das auch immer sehr spannend. Wir sind ja in einem Biohacking-Podcast, da kann man auch mal ein bisschen
tiefer gehen. Und deswegen habe ich die Frage nochmal gestellt. Also vielen Dank für die Erklärung. Ja, aber wir waren beim, du hast zwei Tipps genannt. Jetzt warst du beim dritten gerade. Da habe ich die unterbrochen. Genau, also wir hatten das Thema eine Schlafregion, eine Meditation etc. Was ich noch inkorporiere, sind auf jeden Fall meine Blaulichtbrille halt. Ja, da gibt es irgendwie auch mittlerweile coole Startups in Deutschland, die in dem Bereich aktiv sind. Ja, auch vom Flowfest, der auch einer der Mitspeaker. Genau, die Prisma-Brillen, die sind sehr richtig, mitentwickelt von Alexander Wunsch. Genau, der da ja auch, glaube ich, auch einen coolen Podcast mit dir schon gemacht hat zu dem Thema. Genau. Und genau, das wird als zweiter Tipp. Und mein dritter Tipp natürlich, um runterzukommen, den ich schon seit langer Zeit anwende, ist, dass ich wirklich abends versuche, nichts mehr zu essen und damit auch keine Informationen und Reize über Ernährung in meinen Körper reinlasse. Das heißt, ich nutze abends zwar meine Supplementierung, aber ich versuche eben nicht noch großartig vor dem Schlafengehen Informationen, weil Essen sind auch Informationen, das muss einem klar sein. Ja? Und diese Informationen sorgen dafür, dass ich im Zweifel hormonelle Strukturen ausgelöst werden. Konkretes Beispiel, wenn ich viele kurzkettige Kohlenhydrate esse, also ein Weizenbrot und Marmelade, wäre es das Worst Case abends vom Einschlafen. Das sorgt nicht nur dafür, dass mein Insulinspiegel hochgeht, sondern Insulin ist auch der Antagonist vom Wachstumshormon HGH. Und dieses Wachstumshormon ist nicht nur wichtig für jeden Sportler, sondern auch zum Beispiel fürs Anti-Aging, für viele, viele tolle Prozesse in unserem Körper. Und deshalb sage ich immer, ich versuche wirklich 3 bis 4 Stunden vor dem Einschlafen gehen, nichts mehr zu essen. Und das hat mir persönlich unglaublich geholfen, meinen Schlaf zu verbessern und auch abends deutlich besser runterzukommen. Cooler Tipp. Ja. Und dann habe ich noch eine neue Sache und da habe ich dir ja schon im Vorgespräch drüber erzählt, nämlich das ganze Thema. Ich war in den USA vor knapp, jetzt mittlerweile sind schon 8 Monate her. So spät im Jahr sind wir jetzt schon 8 Monate. Anfang des Jahres war ich in den USA und habe mir dort angeschaut, was passiert dort eigentlich? Wo geht der Biohacking-Markt hin? Wo geht der Lebensmittelmarkt an sich hin? Habe mit vielen Startups gesprochen, war in den ganzen Supermärkten. Und eine Sache, die ich immer wieder, egal ob mit Sportlern oder auch bei Startups oder auch jetzt direkt irgendwie beim Whole Foods in Verbindung gekommen bin, ist in den USA natürlich medizinisches Marihuana, aber auch dann natürlich Hanf an sich. Und CBD. Und CBD, Englisch CBD, war eine Thematik, die ich dort zum ersten Mal kennengelernt habe. Also CBD ist sozusagen ein Wirkstoff aus der Hanfpflanze, der eben nicht psychedelic, also psychoaktiv wirkt, also nicht high macht, um es einfach zu sagen, aber dem trotzdem ganz, ganz viele der guten gesundheitlichen Aspekte nachgesagt werden und mittlerweile in Studien auch bewiesen worden sind, die normales halt Hanf oder auch Marihuana hat. Und ein Riesenthema, also man findet, in jedem Bereich findet man, es gibt Drinks mittlerweile, es gibt Öle, viele Sportler nutzen es, die WADA, also die World Anti-Doping Agency, hat es auch seit 2018 freigegeben und es ist so ein Riesenhype-Thema. Und deshalb haben wir uns dem ganzen Thema auch verschrieben. Ich habe es irgendwie auch getestet und habe damit wirklich deutlich mein besser abends runterkommen können, weil CBD hilft auch Stress zu reduzieren. Können wir später gerne nochmal drauf eingehen oder was es irgendwie für Sportler tut. Aber ich habe auch gemerkt mit meinem Sleep Tracker, auch mit dem Aurora Ring, dass ich einen höheren REM-Phasenanteil hatte und einen höheren Tiefschlafphasenanteil hatte. Und das war, fand ich, für mich wirklich ein Game Changer, weil ich mich nicht nur besser gefühlt habe, sondern weil ich es auch insgesamt einfach besser runtergekommen bin, was immer natürlich als Entrepreneur, als Gründer, du kennst es ja, hast genauso viele tolle Projekte irgendwie auf der Agenda wie ich gerade. Und das hat es mir unglaublich geholfen, runterzukommen. Ja, spannend. Also ich kenne das Produkt auch schon von ein paar Jahren. Ich habe es, glaube ich, das erste Mal mir dann sogar gekauft auf der Paleo FX in Austin, in Texas. Wann war das? Das war nicht die letzte, sondern die vorletzte. Also es muss 2016 gewesen sein. Ja. Ja. Und da hatte irgendjemand so ein Fläschchen und dann habe ich das mit nach Deutschland auch genommen und habe ehrlich gesagt nicht wirklich gewusst, was es ist. Und dann habe ich den auch gefragt und der hat es mir dann so erklärt, it's weed, but legal and without the crazy thoughts. Das ist eine gute Erklärung, die merke ich mir halt, ja. Und dann dachte ich mir, okay, probiere ich mal und habe auch das Gefühl gehabt, dass es unglaublich entspannend wirkt. Also das war so das wirklich, was ich gemerkt habe. Und ich nehme auch an, zu diesem Zeitpunkt war es in Deutschland auch noch nicht legal. Das habe ich mir dann eben auch gedacht, boah, das ist ganz schön stark. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber korrigiere mich, falls ich falsch liege, aber es hat so ein Taubheitsgefühl, glaube ich, auch im Mundraum gehabt, oder? Genau, aber es hat so ein
Taubheit kann sein, so ein leichten Taubheitsgefühl, ja, das wirkt bei manchen Leuten, merken das, ich merke zum Beispiel nicht, aber ich kenne Leute, die sagen, dass man so eine gewisse Taubheit hat, hängt so ein bisschen auch von der Dosierung zusammen. Mittlerweile ist es in Deutschland, wenn der THC-Gehalt, also THC, ist ja sozusagen, oder ich muss kurz ein bisschen anders anfangen, also Hanf ist ja einer der ältesten Pflanzen überhaupt und wird seit, muss man fast sagen, seit Jahrhunderten wird es eigentlich schon als Schutzpflanze genutzt und von vielen, vielen Naturvölkern einfach unglaublich lange schon. Und das Problem an dem Thema Hanf war ja auch immer, oder Marihuana an sich, dass Marihuana neben den ganzen positiven Aspekten, warum es jetzt zum Beispiel in Kanada hat ja, glaube ich, vor mehreren Monaten, ich glaube 1.7. war es, glaube ich, oder 1.6., Marihuana komplett legalisiert. In den USA ist es ja teilweise in verschiedenen Bereichen legalisiert und in verschiedenen Bundesstaaten. Und es ist der Fall, dass Marihuana insgesamt verschiedenste sogenannte Cannabinoide enthält. Und THC ist das bekannteste, das ist da, wo die heimmachende Wirkung vom Weed herkommt. Mhm. Und weiteres ist eben ganz genau CBD oder Cannabidiol auch genannt. Und das hat eine weitere Wirkung. Das Tolle daran ist, dass es eben nicht high macht, aber viele der insgesamt medizinischen tollen Wirkung, die wir von Marihuana kennen und warum es auch medizinisches Marihuana, Medical Marihuana heißt, dem zuzuschreiben sind. Und deshalb ist es eine wirklich effektive, tolle Möglichkeit, sozusagen einen Großteil der positiven Health-Eigenschaften zu nutzen. Und es ist mittlerweile legal in Deutschland, wenn von diesem THC, also von dem berauschenden Stoff, unter 0,2% enthalten ist, weil dann hat man keine berauschende Wirkung und kann es sozusagen nutzen ohne die negativen Side-Effekte. Okay, jetzt habe ich eine Frage. Du hast vorhin erwähnt, du hast beobachtet, dass mit CBD du sowohl mehr REM-Schlaf als auch Tiefschlaf hattest, glaube ich, gell? Ja. Jetzt eine Frage, weil generell wird Marihuana ja mit eigentlich erhöhten Tiefschlafphasen, soweit ich weiß, und verringerten REM-Schlafphasen assoziiert. Das liegt dann am THC wahrscheinlich, oder? Der den REM-Schlaf nimmt? Genau. Das liegt am THC. Und THC hat nochmal, gerade was das Thema Schlaf angeht, unglaublich unterschiedliche Eigenschaften. Okay. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Interessante, aber das Herausfordernde an dem Thema CBD und ich sage gleich auch mal, warum CBD oder CBD wirkt halt, ist grundsätzlich, dass man so ein bisschen aufpassen muss, weil interessanterweise wirkt halt CBD und THC auf unterschiedliche Organismen unterschiedlich. Also manche Leute merken zum Beispiel, dass sie, wenn sie CBD oder THC auch irgendwie einnehmen, dass sie dort eine aufputschende Wirkung haben, auch bei gewissen Dosen. Und manche merken eher, dass sie eine runterregulierende Wirkung haben. Mhm. Und da spricht man grundsätzlich darüber halt, da gibt es auch ein Wort, das heißt, im wissenschaftlichen Kontext wird das sogenannte eine bipolare Eigenschaft genannt halt. Ja? Das bedeutet, man kann sozusagen den Aspekt haben und diese Wirkung haben, aber auch eine andere Wirkung haben. Und das ist halt wichtig zu verstehen, wenn man generell über das Thema spricht. Und vielleicht auch nochmal, bevor wir da mal tief reingehen, auch mit dem Thema Schlaf nochmal, ist es ja interessant, warum wirkt das Ganze überhaupt? Und warum haben jetzt irgendwie, ist es so ein Riesen-Hype-Thema und in jedem Biohacking-Buch in den USA drin und jeder spricht drüber und jeder beschäftigt sich damit. Und das hängt damit zusammen, dass die Forschungsergebnisse eigentlich relativ neu sind. Um das zu verstehen, muss man sich unseren Organismus, unsere Biochemie des Körpers wieder anschauen. Und wir haben im Körper ein sogenanntes endokannabinoides System. Und dieses endokannabinoide System, das wurde irgendwie, ich glaube, 1970 von ein paar Forschern entdeckt, aber eigentlich erst seit 1988 bzw. 1993 gibt es das massiv in der Wissenschaft und ist noch relativ neu. Mhm. Und es ist wichtig, dass dieses System, das ist ein Teil unseres Nervensystems, da sind wir wieder beim autonomen Nervensystem angelangt, und dieses System sorgt dafür, dass unser Körper in dem konstanten Wechsel zwischen diesen anabolen und katabolen Prozessen, also von den aufbauenden Prozessen und abbauenden Prozessen im Körper, das reguliert das ein bisschen mit. Und deshalb spricht man im Amerikanischen auch sozusagen, dass dieses endokannabinoide System so ein Ghost in a Machine ist. Also jemand, der sozusagen mit unserem Körper kontrolliert, aber irgendwie nirgendwo richtig hundertprozentig mit dabei ist. Sag nochmal die Beschreibung, das fand ich spannend. Ghost in a Machine. Ghost in a Machine. Also der Geist in der Maschine wäre es oft. Okay. Ja. Cool. Und dieses System reguliert halt ganz, ganz viele Hormone, die man rausgefunden hat, reguliert mit die Stimmung, reguliert mit die Verdauung, aber auch gewisse Entzündungen, Schmerzresponse und so weiter.
Und konkret funktioniert es so, dass wir wieder Rezeptoren haben, also wir haben sogenannten CB1-Rezeptor und CB2-Rezeptoren, die sozusagen dafür zuständig sind, gewisse Musterprozesse auszulösen. Und derjenige, der noch eine Biologie früher im Leistungskurs hatte oder irgendwie insgesamt dort versiert ist, kennt noch dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip sozusagen, dass Rezeptoren irgendwie einen Schlüssel benötigen, ja? Und dann werden sie aufgeschlossen und dann funktionieren sie und können Informationen weitergeben. Und diese Schlüssel sind halt eben die sogenannten Cannabinoide. Und die bildet unser Körper selbst, damit das System funktioniert. Und jetzt kommt der Clou und der Trick des Ganzen. Diese Cannabinoide, die gibt es auch in der Hanfpflanze. Und deshalb wirken sozusagen THC bzw. CBD auch, weil sie Cannabinoide sind bzw. auf diese beiden Rezeptoren einwirken. Das heißt, unser Körper kann die selbst bilden auf der einen Seite. Deshalb funktioniert das System auch. Aber ich kann das Ganze exogen, ja, von außen auch über eben CBD oder halt auch THC etc. hinzuführen und habe sozusagen diese Schlüssel, die diese beiden Rezeptoren aktivieren. Und dahinter ist dann die ganze Magie dieser unterschiedlichen Adaptionsprozesse auf verschiedenste Bereiche. Zählt da auch Anandamid dazu? Ist das ein dritter Stoff oder ist der ein Teil von einem von den Stoffen? Genau, der ist sozusagen ein Teil, da geht es eins weiter halt. Ja? Also das wird sozusagen gebraucht, das ist eins, um diesen Schlüssel halt zu öffnen. Und das ist letztendlich eine weitere Stufe sozusagen innerhalb des Prozesses, der dann dafür sorgt, dass die Rezeptoren aktiviert sind oder eben nicht aktiviert sind. Also der kann andocken oder nicht andocken. Ist Anandamid auch in CBD vorhanden dann? Nein, CBD funktioniert noch ein bisschen unterschiedlich. Also CBD wirkt, also THC wirkt direkt auf die Rezeptoren. Mhm. Ja, aber ein CBD wirkt ein bisschen unterschiedlich. Und zwar ein CBD wirkt eher indirekt. Nämlich was es macht, ist es, dass es sich indirekt dieses endokannabinoide System aktiviert. Mhm. Dadurch, das ist so ein Enzym, jetzt wird es ein bisschen biochemisch, ein Enzym, das heißt FAAH, das wird blockiert. Und dieses FAAH sorgt dafür, dass der natürliche Schlüssel, ja, also ist Anandamid, oder beziehungsweise in der Mehrzahl die Anandamide, so rum, sozusagen eben nicht abbaut. Und dadurch bleibt der Schlüssel halt länger im Schloss drin, kann man sich so vorstellen. Und deshalb kann das System dann deutlich, deutlich besser funktionieren. Ah, warum ich frage, ist, weil Anandamid ist eigentlich das mir bekannteste Cannabinoid, weil es in der Flow Research, also auch ja, von dem Flow Genome Project, in Verbindung besonders mit lateralem Denken, also richtig, kreativem, genau, Denken und der Mustererkennung in Verbindung gebracht wird. Und genau. Ja. Also genau, sozusagen, wie du richtig gesagt hast, es ist halt natürliches halt, ja, das kannst du halt nicht sozusagen irgendwie exogen aufnehmen, sondern das ist eines der natürliche, das vom Körper gebildet wird und dieser natürliche Schlüssel sozusagen ist, um an die Rezeptoren CB1 und CB2 anzudocken, die zu aktivieren. Genau, also wenn ich jetzt in den Flow komme, wie jetzt zum Beispiel im Gespräch mit Fabian, dann produziert mein Körper auf einmal Anandamid und dann erkenne ich vielleicht durch einen kreativen Prozess, das, was worüber der Fabian redet, unter Umständen auch mit dem Flow-Zustand zusammenhängt. Und das finde ich enorm spannend. Dadurch wurde mir dann das erste Mal bewusst, dass wir eben dieses endokannabinoide System überhaupt in uns tragen. Und jetzt wird es mir um einiges klarer. Vielen Dank für diese Erklärung. Genau. Und jetzt sind wir an dem Punkt, okay, wir haben jetzt CBD, es ist mittlerweile legal, man kann es zu sich nehmen. Jetzt wäre die Frage, was in deinen Augen ist denn eine sinnvolle Nutzung und wie steht es in Verbindung mit Schlaf und Regeneration? Mhm. Genau, also ich glaube, es gibt vor allen Dingen zwei große Anwendungsfelder, zumindest ich sag mal, in dem, wo es genügend Studien gibt, dass man das irgendwie auch durchaus unterstützen kann. Einmal ist das Ganze für das Thema Regeneration, Regeneration an sich vor allen Dingen nach dem Sport halt, aber auch insgesamt die Regeneration und dann Stressreduzierung, ja, und damit auch besserer Schlaf. Vielleicht fangen wir mit dem Thema Regeneration an. Das hast du drüber schon auch gesprochen am Anfang. Wenn wir halt ein großes Workout machen, sei es beim Basketball spielen du oder in Leichtathletik ich, und im richtig vielleicht vor allen Dingen High-Intensity-Workout vielleicht gemacht haben, sorgt es ja unser Körper dafür, dass immer gewisse Entzündungsprozesse stattfinden, also Inflammation-Prozesse. Und diese Entzündungen kann halt vor allen Dingen CBD runterregulieren. Das heißt, es hilft uns deutlich besser zu regenerieren, Entzündungen runter zu regulieren und damit die Adaptionsprozess, also die Homöostase, letztendlich deutlich schneller zu erlangen. Und deshalb wird aktuell CBD bei vielen Sportlern sehr gerne eingesetzt. Warum? Weil es auch noch gleichzeitig
sich insgesamt positiv auf die Schmerzresponse auswirkt. Das heißt, viele, viele Sportler, gerade im amerikanischen Kontext, die trainieren ja nur noch oder spielen nur noch unter Schmerztabletten, spielen nur noch sozusagen, wenn sie irgendwelche Schmerzmittel einnehmen können. Mhm. Und da kann halt CBD, und da gibt es auch viele, viele Studien, wenn man googeln möchte, gibt es sowohl Studien, aber auch ganz, ganz tolle Reportagen darüber von vielen ehemaligen Elite-Sportlern, NBA, aber auch im Baseball-Bereich halt, im Football-Bereich ganz viele, die ja auch sehr viel mit Folgeschäden zu kämpfen haben, die sozusagen CBD nutzen als Alternative, um halt ihre Schmerzen runter zu regulieren. Und deshalb kann man definitiv sagen, also Sportler macht es Sinn, möglichst CBD nach dem Training zu nehmen. In einer gewissen Dosierung, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und um halt schneller aus den Entzündungsprozessen rauszukommen, ja, raus aus den Katabolenprozessen, rein in die Anabolenprozesse wiederzukommen, ne, also Cortisol auch zu reduzieren. Es gibt nämlich auch eine Studie, können wir gerne in den Shownotes mal verlinken, die zeigt, dass sich CBD auch positiv auf die Cortisolreduktion auswirkt. Das heißt, CBD kann Cortisol reduzieren. Man weiß noch nicht hundertprozentig, wo das genau funktioniert, aber die Studie ist auch mehrfach zitiert, hat eine sehr hohe Qualität, kommt unten in die Shownotes rein, zeigt, dass sozusagen CBD sich positiv auf die Cortisolreduktion auswirkt und damit Cortisol reduzieren kann. Und das ist natürlich besonders wichtig nach dem Training, weil ich möchte halt raus aus diesen katabolen Prozessen, rein in die anabolen Prozesse, also die muskelaufbauenden Prozesse, damit ich gut regenerieren kann und damit ich meine Muskelmasse bilden kann als Beispiel oder halt insgesamt Entzündungsprozesse reduzieren kann. Okay, total spannend. Definitiv. Und definitiv. Du hast gerade schon angesprochen, du kannst noch eingehen auf die Menge, beziehungsweise du hast ja gerade schon erwähnt, ihr werdet ein Produkt auf den Markt bringen. Vielleicht kannst du das in dem Falle schon mal vorstellen, weil ich glaube, zu diesem Zeitpunkt interessiert sich einfach jeder dafür, wo im deutschsprachigen Raum ein derartiges Produkt vielleicht mal ausprobiert werden kann. Genau, also wir werden jetzt bald, oder ich weiß nicht, wann du den Podcast veröffentlicht, dann exklusiv bald. Jetzt schon mal bei dir verkündet hier, ganz exklusiv, können wir sozusagen den Nebel lüften werdenden CBD-Produkt rausbringen, aber nicht nur ein CBD-Produkt, sondern ein CBD-Produkt, das noch weiter, weil wir haben das Thema Entzündung gesprochen und ich erinnere mich da an einen tollen Podcast von dir, wo du auch über Entzündung mal gesprochen hast, was man dort machen kann, und über das Thema Kurkumin oder auch Astaxanthin als Antioxidantien gesprochen haben. Deshalb haben wir das zum ersten Mal Europa kombiniert und haben halt ein CBD-Öl entwickelt mit einem 10%igen CBD-Gehalt in dem Öl drin, also ein Hanföl mit dem Hanfölextrakt, muss man sagen, mit einem 10%igen CBD-Gehalt plus einem Kurkumin, plus einem Astaxanthin und Vitamin E, die sich alle genau positiv auf die Thematiken, die wir gerade besprochen haben, auswirken können. Und das haben wir kombiniert und das gibt es jetzt bei uns exklusiv erstmal in einer etwas limitierten Stückzahl im Shop, weil es natürlich ein ganz besonderes Produkt ist und von der Qualität auch da wirklich am obersten Rand sind von dem, was es aktuell in Europa gibt. Es gibt normal immer nur so 2%ige, 5%ige Öle. Wir haben uns für ein 10%iges entschieden, damit diese Leute wirklich gut dosieren können und damit sie es halt auch nach dem Sport in ihrer Cool-Down-Routine einsetzen können oder eben auch CBD einsetzen können, um Stress zu reduzieren, was dann letztendlich langfristig zu besserem Schlaf auch führt. Ja, fantastisch. Ja, das ist ja so ein bisschen, was ich auch mittlerweile von Brain Effect erwarte, dass sie uns eben Produkte präsentieren, die eigentlich hierzulande kaum möglich sind, wo sich keiner hintraut. Ich meine, das ist mittlerweile ja schon euer Ruf. Und das finde ich eben eigentlich bemerkenswert, dass ihr brecht da neue Felder auf und erlaubt Leuten eben wirklich, auch es ist ja alles wissenschaftlich fundiert, das muss man eben immer dazu sagen. Ihr macht ja keine Harakiri-Aktionen, sondern es ist immer, wie man jetzt an dir auch merkt, Hausaufgaben gemacht, man kann es erklären, es gibt genügend Nachweise, es ist meistens in den USA seit Jahren schon da. Und viele fragen sich, warum hier nicht? So, und jetzt gibt es endlich mal jemanden, der das so ein bisschen eben sich zum einen damit beschäftigt und den Markt ein bisschen aufmacht und das Leuten, die davon wirklich profitieren können. Ich meine, es geht ja nicht nur um Leistungsoptimierung, sondern wie du gerade erklärt hast, es kann ja dazu führen, dass Entzündungen reduziert werden, dass Leute gesünder sind, dass sie weniger Depressionen haben, besser schlafen und so weiter. Also es ist ja wirklich ein Mehrwert für unser Eins. Definitiv. Und ich meine, uns geht es einfach darum, die besten Inhaltsstoffe zu nehmen und daraus geile, tolle Produkte zu bauen. Und wir haben ja unser Team hier aus, mittlerweile sind es, muss ich mal überlegen, 7 Leute halt, ne, von 2 Doktorantinnen der Biochemie, die wir drin haben, Sportwissenschaftler, Ernährungswissenschaftlerinnen, die wir hier bei uns haben. Aber dann auch noch arbeiten wir immer wieder mit 1, 2, 3 Profis, Koryphäen in dem Markt, sei es mit
dem Professor Frohböse oder anderen zusammen für einzelne Produkte oder Schlafwissenschaftlern, weil wir einfach glauben, es ist wichtig, dass man auch innovative Produkte rausbringt. Und du kennst es ja selbst. Ich glaube, dass Innovation ist auch immer irgendwie damit verbunden, dass man neue Sachen austesten muss, dass man eher auch mal weg von alten Pfaden geht und auch ein gewisses, ja, eine gewisse Überzeugungsarbeit leisten muss und auch mal gegen etwas größere Player ankämpfen muss, die vielleicht irgendwie da wegen Gründen irgendwie das eben nicht möchten, dass man da coole Produkte auf den Markt bringt. Und wir, uns geht es aber darum, Sachen auf den Markt zu bringen, die Kunden helfen, die mir helfen, die ich auch nehmen kann. Ich meine, ich bin unser bester Kunde. Und das, was ich irgendwie nicht nehme und was irgendwie meine Eltern nicht nehmen, das nehmen auch keine anderen. Und deshalb baue ich auch einfach viele Produkte für mich. Muss ich ehrlich sagen. Was ist jetzt gerade so dein Lieblingsprodukt für euch? Also das Besprochene teste ich natürlich total aus die ganze Zeit und irgendwie je mehr ich darüber lese, über die CB1, CB2-Rezeptorenaktivität und dass die halt eben dafür sorgen, dass die Entzündung runterkommt, das spürt man dann irgendwann auch so. Man spürt, dass man besser schläft. Ich konnte es selbst messen halt, ja. Also ich lade jeden mal ein, die Sachen zu nutzen und dann irgendwie auch mal mit einem Schlaftracker zu messen oder insgesamt zu gucken, wie es ihm geht nach dem Training als Beispiel. Und halt das liebe ich und dann bin ich natürlich ein Kunde von unserem Schlafprodukt halt regelmäßig. Ne? Also von montags bis freitags nehme ich das. Und sonst zu meiner täglichen Routine von Supplements gehört es eigentlich euer Magnesium. Wir haben kein Magnesium auf dem Markt halt, ja. Das heißt, irgendwie deine Magnesium habe ich vom Flowfest noch eine Packung. Ja. Die Minerals halt, genau. Funktionieren auch gut. Die sind halt leider nichts für Naschkatzen, sage ich immer. Nee, vom Geschmack. Aber ich mache sie in den Smoothie morgens rein, ja. Oder in meinen. Dann passen sie gut, ja. Dann passen sie ganz gut, ja, ehrlich gesagt. Das ist gut. Genau, die, dann nehme ich irgendwie ein Probiotikum, ne? Also irgendwie unser Gard halt, ne? Das irgendwie gerade für gestresste Mägen sozusagen, also gerade für gestressigen Zeiten halt ein gutes Bauchgefühl liefert. Dann das ganze Thema Vitamin D ist natürlich, ne? Aktuell, es wird dunkel, die nutze ich und und dann irgendwie occasionally, wenn ich es brauche, unser CBD natürlich, fokussiert vor Momenten, wenn ich konzentriert sein muss und von Montag bis Freitag eigentlich immer unser Sleep Spray. Ja, das ist wirklich, ich habe das immer auf Reisen dabei, da finde ich es sehr, sehr hilfreich. Mhm. Und hin und wieder, meine Freundin ist auch schon ganz angetan davon, muss man aber aufpassen. Schön zu hören. Ja, Fabian, super viel und coole Info und jetzt sind wir schon wieder fast eine Stunde im Gespräch. Jetzt würde ich zum Abschluss dir noch ein paar andere Rapid-Fire-Questions gerne stellen, um das so ein bisschen abzurunden. Weil ich glaube, wir haben jetzt enorm viel mitgenommen, über diverse Schlafphasen gesprochen, über Sympathikus, Parasympathikus, CBD, Lichtbrillen, Signalgeber und so weiter. Und ich glaube, Leute sind schon wieder wahrscheinlich inspiriert, stimuliert, mit Wissen versorgt für eine Zeit. Aber vielleicht wollen Sie noch ein bisschen mehr über Fabian Fölsch wissen. Und deswegen, also ich nenne sie Rapid Fire, weil sie sind eigentlich recht kurz. Zum Beispiel dein Lieblingsbuch. Zum einen dein Biohacking-Buch, aber sonst ein ganz großes Buch. High Performance kann ich empfehlen. High Performance können wir gerne auch in die Shownotes reinmachen. Amerikanisches Buch, wo es darum geht, ganz um unser Mindset. Nämlich auf der einen Seite Gas geben, gleichzeitig aber auch die Regeneration unterstützen, sich darum kümmern, weil da funktionieren all die tollen Adaptionsprozesse. Von wem ist das nochmal? Das müsste ich sogar mal nachschauen. Das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ich würde es in den Shownotes nachmachen. Von Nile. Bin mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Kein Thema, das machen wir in die Shownotes rein. Ja. Wenn du abends in der Berliner Bar stolperst, welchen Drink bestellst du? An Tagen, wo ich nicht biohacking-technisch unterwegs bin, da würde ich durchaus einen Whisky Sour mit ordentlich Eiweiß nehmen, am besten Organe Bio-Eiweiß. Das ist in Tamat und sonst natürlich an einem typischen Biohacking-Tag einen wirklich dry ketogenen Wein mit möglichst keinem Zucker drin mehr. Das ist dann der Place to be, wenn ich Alkohol nehme. Aber es kann auch mal, muss nicht immer Alkohol sein, kann auch einfach mal ein nicht alkoholischer Drink sein. Okay. Welche nicht arbeitstechnische Tätigkeit bringt dich am meisten und am schnellsten in den Flow? Absolut Kitesurfen. Also ich bin ja seit 3-4 Jahren mittlerweile passionierter Kitesurfer. Versuche immer mal wieder in Berlin, fairerweise schwierig, immer mal wieder rauszukommen, sei es an der Nordsee, an der Ostsee oder auch, ich war auf Sansibar, hatte schon mal das Glück, auf Sansibar zu kiten. Das ist ein Sport, der einem absolut in den Flow bringt.
tolle Verbindung zwischen Wasser, Natur, Wind, Meer. Schöner geht's nicht. Fantastisch. Okay, und jetzt komme ich zur allerletzten Frage für heute. Und zwar, die stehle ich immer so ein bisschen von Tim Ferriss, aber ich finde die einfach echt cool. Und zwar, stell dir vor, du könntest ein riesen Billboard, ein riesen Schild aufstellen in Berlin und das müsste jeder lesen, der in die Stadt kommt oder rausfährt. Was würde da draufstehen? Ich als Biohacker, Schlafhacker und jemand, der dieses Thema unglaublich tief drin ist, weiß mir mein Leben schon irgendwie, ich will nicht sagen gerettet, aber deutlich verbessert, würde ich sagen, Schlaf ist das Fundament von allem, tu was für dich und schlaf mehr. Das wäre, glaube ich, der Satz, um jeden einfach mitzugeben, hey, mit ein bisschen Schlaf geht alles im Leben deutlich, deutlich besser, also kümmere dich drum. Fantastisch, ja. Und jetzt darfst du nochmal erwähnen, wo man mehr über dich herausfinden kann und über Brain Effect und eure Produkte finden kann und genau die Webseiten, diversen, ihr habt ja auch einen Podcast und so weiter. Also jetzt nochmal für alle, die jetzt richtig Feuer gefangen haben und sagen, ich will das mal auschecken, wo sollen die hin? Klar, also jeder, der Bock hat, mehr über unsere Produkte zu erfahren, über uns zu erfahren, was wir machen, www.brain-effect.com, das ist the place to be, wo man sowohl im Magazin viele Sachen findet, Podcast, viele Sachen rund um die mentale Leistungsfähigkeit findet, während du ja sozusagen der Profi vor allen Dingen auch für das Biohacking, für die körperliche Leistungsfähigkeit sind, ist bei uns die mentale Leistungsfähigkeit, die im Vordergrund steht und da findet man mehr Informationen und sonst natürlich auch immer mache ich das Angebot, ja, schreibt mir später irgendwie nach dem Podcast gerne bei LinkedIn, Facebook oder wo auch immer, einfach Fabian Völsch googeln und manchmal dauern die Antworten ein bisschen, weil nach dem Podcast kommen dann durchaus die ein oder anderen Fragen. Aber ich beantworte jede selbst und nach einer gewissen Zeit definitiv. Also wenn ihr mehr über das Thema Schlafhacking, Brainhacking oder einfach wie man mehr aus seinem Leben rausholen kann, erfahren möchte, kann mir gerne schreiben und dann gibt es definitiv eine Antwort. Fantastisch, Fabian. Jetzt möchte ich gerade nochmal eingehen für alle, die jetzt noch zuhören, weil ich werde das eben auch oft gefragt. Ich finde es eben super, dass du jetzt bei uns im Podcast bist. Ja, Brain Effect und Flow Grade, ist das nicht irgendwie ähnlich und kommt ihr euch da nicht in die Quere und so? Und dazu muss ich sagen, nee, weil erstens, wir erreichen noch viel zu wenige Leute. Gemeinsam sind wir stärker. Vereint sind auch die Schwachen mächtig, sagt mein Opa immer. Und es gibt da noch so viel zu tun. Und angenommen, Brain Effect würde jetzt den ganzen Markt bedienen und irgendwie super Content und alle gesünder machen und so weiter, dann würde ich mir ein anderes Feld suchen. Da gibt es auch genug zu tun. Also in der Hinsicht, das ist ein, natürlich schauen wir uns an, was Brain Effect machen, die schauen uns an, was wir machen und wir inspirieren uns in dem Sinne auch gegenseitig. Ich würde es immer so ein bisschen vergleichen, wir sind, sagen wir mal, beide in der NBA, aber vielleicht in unterschiedlichen Teams, man ist ja befreundet, man macht irgendwie einen, man liefert eine Show ab und bildet die Leute und produziert Wissen und Inhalte und da gibt es doch so viel zu tun, deswegen mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Ich glaube, du denkst ähnlich. Total. Und schön, dass du das irgendwie ansprichst. Ich kriege interessanterweise auch die Frage. Und meine Antwort ist eine ähnliche wie du, weil ich sage immer, wir haben ja gemeinsam alle eine Vision und Zielung. Und uns geht es, und deshalb schätze ich ja irgendwie dich auch persönlich und deinen kompletten Mitarbeiter alle darum, irgendwie Menschen zu unterstützen, ihnen zu helfen, mehr Leistungs zu haben, gesünder zu leben, insgesamt mehr aus ihrem Leben rauszuholen oder ihr Leben so zu leben, wie sie möchten halt, ja. Und ich glaube, darum geht es ja. Deshalb, wir haben die gleiche Vision. Und da draußen gibt es so viele Millionen von Menschen, die noch niemals mit dem Thema Biohacking, noch niemals mit dem Thema Schlafoptimierung oder irgendwas in Verbindung gekommen sind und die jeden Morgen aufwachen, sich jeden Morgen scheiße fühlen, für die es einfach normal ist. Und ich glaube deshalb irgendwie, den Podcast zu sharen, jetzt hier insgesamt Podcast zu sharen und mehr von den Leuten zu erreichen, das ist ja unser großes Ziel. Und da arbeiten wir dran gemeinsam. Und ich glaube, du hast das gleiche Mindset, ich habe das gleiche Mindset. Uns geht es darum, langfristig den Leuten zu helfen, die Vision vorzutreiben. Und da kann es einfach nicht genügend Leute im Space geben. Und deshalb lade ich auch jeden ein, der dem Space aktiv ist. Kontaktiert mich, kontaktiert dich wahrscheinlich auch gerne. Da gibt es so viele Möglichkeiten, gemeinsam Sachen zu rocken, um mehr Menschen dort draußen zu sagen, hey, nimm deine Gesundheit in die eigene Hand und du kannst letztendlich mehr leisten, wenn du nur möchtest und wir können dich dabei unterstützen. Genau so ist es. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt neulich war, das Thema, da habe ich mich interessiert für einen Wirkstoff Ashwagandha. Ah. Und dann wollte ich wissen, hat Brain Effect schon drüber geschrieben? Und dann tatsächlich, super Info, Artikel darüber. Und dann denke ich mir oft, cool, muss ich nicht mehr machen. Sehr schön. So kann man es nämlich auch sehen. Ja. Und deswegen, es gibt genügend Themen, die man eben behandeln kann, die gehen uns nicht aus, also ja. Super.
Fabian, ich bedanke mich an dieser Stelle, dass du in der Show warst. Super angenehm, ganz, ganz tolle Episode. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich glaube, der Zuhörer wird das auch. Wir machen was ganz Tolles draus. Und nochmal vielen Dank, dass du da warst.